heutigen Tages trifft der FSV Mainz 05. So, noch drei Partien am heutigen Samstagabend. Durch den neuen Modus, durch 8 Spiele mehr, ist der Samstag ein Stück weit länger. Mainz 05, RB Leipzig, lautet unsere nächste Partie. Die Mainzer mit einem Punkt bisher, 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach, 3:3 gegen Wolfsburg. RB Leipzig standesgemäß hier für die Ansprüche der Leipziger mit 6 Punkten. 3:1 gegen den HSV, 2:1 gegen Köln und jetzt mit dem klaren Ziel 9 Punkte in den heutigen Abend mitzunehmen, um sich das Hotelbuffet auch noch etwas mehr schmecken lassen zu können. Wir sind gespannt, was das gibt. Zwei Mannschaften mit keiner großen Turniergeschichte bisher, haben aber was Beeindruckendes geschafft. Also die Mainzer zum 6. Mal hier dabei, die Leipziger zum 3. Mal. Und beide haben es schon geschafft, dieses Turnier zu gewinnen. Die Mainzer im Jahr 2015 und ein Jahr später dann Rasenballsport Leipzig mit dem Pott gen Heimat abgedüst. Klasse Kopfballrücklage. Wenn da jetzt einer gestanden hätte, dann hätten wir hier ein absolutes Traumtor gefeiert. So, müssen wir auf irgendwen achten? Hat sich schon wer hervorgetan? Am Morgen im ersten Mal spielen der Mannschaften? Ich würde sagen, ja. Paul Nebel sollte mal ein bisschen drauf achten. Paul Nebel ist der Mainzer Spieler mit der Nummer 11, Nationalspieler, Top-Torschütze der Mainzer. Mainzer ja hier mit 2 Nationalspielern angereist. Außerdem noch Marc Fichtner, Spieler mit der Nummer 8. War 1905, also 8 und 11 sind auf jeden Fall zu sehen. Paul Nebel ja auch der Kapitän, der wirkt sehr klein eigentlich. Nicht wie die eigentlichen Topjäger der anderen Teams, die oft schon recht groß und bullig sind, aber 9 Tore in der Regionalliga. U16 sprechen für sich. Die Mainzer ja Tabellenführer in der Regionalliga mit 36 Punkten aus 15 Spielen. RB Leipzig auch ordentlich unterwegs, sind Tabellendritter, auch in ihrer Regionalliga. Ist eine etwas andere Region. Klasse, jetzt den Ball links rausgespielt. Möglichkeit zum Treffer. Abpraller sitzt. Torschütze Niklas May. Gute Kombination da. Mit Noah Jones, der
drittbeste Torschütze mit 5 Saisontreffern für die Leipziger. Also er weiß, wo das Tor steht und hat das schon bewiesen. Einzelführung für Leipzig. RB auf 9 Punkte Kurs. Wieder Jones da vorne in der Ballbehauptung, aber entschlossen verteidigt. Und Mainz 05. Ausgesprochen fairer Tag bisher. Das können wir auch schon mal so ein bisschen ziehen hier im drittletzten Spiel. Ist eine 2-Minuten-Strafe überhaupt vergeben. Wenig Hektik. Das haben wir selbst in der Vorrunde auch schon mal anders erlebt. Nächster Schussversuch. Boah, der hätte fast gesessen. Abschlussversuch hier von Leipzigs Villa Tükilmaz. Hier sehen wir es nochmal wunderbar. Und wie jetzt die Pranke rankommt. Zack! Dafür wurden Slow Motions erfunden. Gut, jetzt rumgedreht in der Ballbehauptung da wieder. Man sieht hier die intensiven packenden Duelle an der Bande. Da geht es ja schon richtig zur Sache. Mainz behauptet hier aber den Ball. Kommt nicht so richtig was vor. Leipzig macht schon den Zweikampfstärkeren, den entschlosseneren Eindruck. Haben das weit gut im Griff. Hier sehen wir Ex-Profi ganz links. Marco Kurt, 39 Jahre. Bekannt aus seiner Zeit bei Energie Cottbus. Für 8 Bundesligaspiele hat es auch gereicht, vor allem in der zweiten Liga mit 189 Partien. Sehr aktiv gewesen. Joai Hartmann und Hendrik Weiper bauen hier für die Mainzer auf. Es war klar durchgespielt und in höchster Not gerettet von David Lelle. Die Köln-Fahne, sie fehlt trotzdem. Im Schalke-Trikot, Köln-Fahne bei Leipzig gegen Mainz. Das sind auch Bilder, die wir nicht so oft sehen. Sensationell. Heute ist alles egal. Hauptsache Fußball. Foulspiel hier richtig entschieden von Thomas Peters. Schussversuch, klasse Drehung da. Bennett Hafke. Leipziger wissen ganz genau, wie man den Körper reinstellen muss. Und Bennett behaupten jetzt aber erstmal die Mainzer mit dem Gegenangriff. Abschlussversuch, nochmal verzögert. Ja, wollte den Ball querlegen. Erwischt dann eher Gegenspieler. 4-Sekunden-Regel. Gerade so ausgeführt, alles gut. Wechsel, Lauf. So, hier haben wir wieder Paul Nebel. Hendrik Weiper. Wieder auf Nebel, den Kapitän, den Nationalspieler für die U16.
kommen nicht so richtig durch, weil Leipzig sehr aufmerksam, sehr konzentriert, sehr fokussiert. Das ist in allen Spielen aufgefallen. Leipziger bisher nur mit 2 Gegentoren in 2 Spielen. Ist in der Halle eine super Quote. Gerade gegen Köln haben sie das sehr gut gemacht. Hamburg haben sie kaum zur Entfaltung kommen lassen. Wieder Wechsel. Und Leipzig scheint was vorzuhaben. Haben sich da was ausgedacht. Das haben wir gerade noch eingefangen. Zieht sich jetzt Joshua Watts das Trikot an, während Leipzig hier erhöht. Durch Noah Jones. Da. Wunderbar verzögert, wunderbar verladen. Sich die Option offen gehalten, links rüber zu spielen und dann selber vollendet. Wunderbar gemacht. 2-0. Das ist verdient. So, da sehen wir es jetzt nochmal super eingefangen. Da wird Wosch scheinbar gleich aufs Spielfeld kommen und den fliegenden Keeper spielen. Das können sie jetzt bei noch einer Minute Spielzeit auch erlauben. Es gibt jetzt 2 Überlegungen, warum sie das jetzt machen bei 2-0 Funk und nur noch einer Minute. Überlegung 1, sie wollen es nochmal testen für den Ernstfall für die K.O.-Runde. Überlegung 2, sie wollen das bestmögliche Ergebnis erzielen, sich jetzt schon richtig was rausnehmen, bestmögliches Ergebnis erzielen für die Tordifferenz nachher in der Abschlusstabelle, um sich jetzt mit 9 Punkten und einer überragenden Tordifferenz das Ding zu sichern. Wosch steht immer noch bereit, jetzt ist mal die Mainzer im Angriff mit dem Anschlusstreffer. Und sie machen es trotzdem. Wosch jetzt im Feld. Torschütze für Mainz nach Nikita Petrov. Hier sehen wir es nochmal. Links an der Bande durchgesetzt. Da Janne kam jetzt nicht ganz so glücklich aus. Und jetzt haben wir Joshua Wosch im Tor als Feldspieler. Da sehen wir es im grünen Leibchen. Keine Handschuhe an. 5. Feldspieler. 17 Sekunden vor dem Schuss. So, Wosch legt doch mal rüber. Also ich tippe mehr, dass es nochmal Testlauf ist für die K.O.-Runde. Wie läuft das? Oh, hier sitzt die Mainz nochmal durch. Jetzt müssen sie aufpassen, aber das Spiel ist vorbei. Mainz 05 verliert das Spiel gegen RB Leipzig mit 1-2. Leipzig mit 9 Punkten und einem Perfect Saturday. Und was ist mit dir? Bist du fit wie Arminia? Sicher dir jetzt die limitierte Arminia Gesundheitskarte mit exklusiven Vorteilen für echte Arminia-Fans. Alle Infos unter unser-gesundheitspartner.de.